Moin, liebe Wölfe, zur neuen Weekly Wolves. Am Sonntag um 15.30 Uhr gastiert der VfL Wolfsburg bei RB Leipzig. Und wenn ich mich so an das Hinspiel zurückerinnere, war das somit die stärkste Saisonleistung, würde ich fast sagen. Und bevor wir uns den Fakten zum Spiel widmen, schauen wir uns das goldene Tor von Jérôme Roussillon noch einmal an. Die noch junge Duellbilanz zwischen dem VfL und RB Leipzig ist exakt ausgeglichen. Beide Teams entschieden je 3 Partien für sich, 5 Begegnungen endeten Remis. Fun Fact: Alle 3 VfL-Siege endeten 1:0, so lautete auch das Ergebnis im Hinrundenspiel. Das Duell der Zweikämpfer, die Grün-Weißen, haben die ligaweit drittbeste Zweikampfbilanz, gefolgt von den Leipzigern auf Platz 4. Einzig Bochums Anthony Losilla legte in dieser Saison mehr Kilometer zurück als Maximilian Arnold. Nur der SC Freiburg erzielte mehr Tore nach Standardsituation als der kommende Gegner aus Leipzig. Zudem fielen mehr als ein Drittel der Treffer der Sachsen nach einem ruhenden Ball. Unsere Wölfinnen befinden sich mitten in der Vorbereitung auf eine spannende Rückrunde. Am Sonntag steht dann auch das erste Testspiel an. Passt perfekt, ab 13 Uhr übertragen wir hier live bei Wölfe TV das Testspiel gegen Eintracht Frankfurt. Also könnt ihr euch die 2 Stunden auch vorher bei uns geben und dann zu den Kollegen von DAZN schalten, wo dann das Spiel der Männer läuft. Wie die Vorbereitung so läuft, das haben wir Shanice van de Sanden gefragt. I think really good. For me, I'm a little bit injured on my ankle because after the game from Chelsea, I twisted my ankle. But for now, I hear positive things from the coach and from the girls, and everyone is happy and fresh. So I think everything is okay. It was a little bit a disappointment that we didn't go to Portugal, but I think for our team, it's the best to prepare for the game against Potsdam. We are here in Wolfsburg. We know what we get. The weather is a little bit cold, but other than that, I see everyone happy and I think it's good. So Leute, das war's mit der Weekly Wolves für diese Woche und ich mach's an dieser Stelle kurz. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und munter und bis nächste Woche nicht, denn da ist Länderspielpause, sondern in 2 Wochen, euer Felix.